Ja, servus Leute. Ich habe von dem Mercedes-Probefahr-Event gelesen und habe mich daher vor ein paar Tagen auf den Weg nach München gemacht, um den Mercedes EQC mal Probe zu fahren. Und es lief nicht alles so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Und deshalb fällt heute mein Video auch ein bisschen ungewöhnlich und abweichend zu dem aus, was ich normalerweise hochlade. Dieses Video unterteilt sich also zunächst erstmal in einen Eindruck vom Auto, also Außenansicht und auch mal einen Innenraumcheck. Dann meine Fahreindrücke, warum ich das in Anführungszeichen setze, das werde ich dann am Ende des Videos erklären. Dann so eine Einführung von einer der Damen von dem Event, die praktisch mal so ein paar Informationen rund um das Infotainment, Navigation, Ladestationssuche und solche Dinge gegeben hat. Das dauerte aber insgesamt ja fast eine halbe Stunde und deshalb habe ich das doch deutlich gekürzt. Und ganz am Ende werde ich dann auch mal ein Fazit zu dem Fahrzeug geben und ich werde auch mal erklären, warum ich denke, dass Mercedes noch ein Stück braucht, bis sie das Thema Elektromobilität wirklich verinnerlicht haben. Und da das Video ein bisschen länger ausfällt, findet ihr unten in einem angehefteten Kommentar diverse Sprungmarken, sodass ihr euch nicht das ganze Video anschauen müsst, sofern euch nicht alles interessiert. Jetzt fangen wir aber erstmal mit dem Mercedes EQC an. Ja, ich sitze jetzt im EQC und muss sagen, das Auto macht auf jeden Fall einen sehr hochwertigen Eindruck. Ist auf jeden Fall Mercedes typisch. Können wir auch mal hier zumachen. Also die gesamte Gestaltung gefällt mir sehr gut. Die Displays sind zwar relativ klein, aber ich muss sagen, so von der Auflösung, von der Qualität, auch der Ablesbarkeit, super. Auch das Head-Up-Display, ich hoffe, ich kriege das hier drauf. Ja, ist ein bisschen schwierig. Aber auch das Head-Up-Display macht wirklich einen sehr guten Eindruck. Und ich konnte auch problemlos sofort mich zurechtfinden in Sachen Bedienung. Natürlich, bis man in die gesamten Menüs eingestiegen ist. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, aber insgesamt so, dass man als normaler Autofahrer sich schnell zurechtfindet. Also die Mercedes-Fahrer werden gar keine Probleme haben. Und auch was den Sitzkomfort angeht, gibt es überhaupt nichts zu meckern beim EQC. Absolut in Ordnung. Ich habe auch auf jeden Fall genug Kopffreiheit. Also ich fühle mich wohl in dem Auto. Das, was man aber sagen muss, ist, dass die Fensterflächen in meinen Augen relativ gering sind. Also es ist schon ein bisschen, ich erinnere mich so ganz klein bisschen an den ersten Audi TT zurückversetzt, wobei ich sagen muss, das ist natürlich eine ganz andere Situation, ganz klar. Aber für ein SUV sind die Fensterflächen schon relativ klein. Ich mache jetzt gerade mal hier den Rundumblick, dann seht ihr das vielleicht auch. Wobei, das muss man im Auto selbst gesehen haben, würde ich mal sagen. Also Übersichtlichkeit, Raumgefühl, da finde ich den e-tron ein bisschen besser gelungen. Aber das ist sicherlich auch wieder alles Geschmackssache. Dann teste ich jetzt auch mal die Rücksitzbank, wie die sich so darstellt. Der Sitz steht also so in etwa auf mich eingestellt. Auch hinten von der Verarbeitung sehr schön. Gut, hier unten ist natürlich Hartplastik. Hier ist aber Leder. Hier haben wir dann das Burmeister-System. Das ist sehr schick, konnte ich jetzt leider nicht ausprobieren. Oben nochmal Leder. Mal gucken, wie so die Platzverhältnisse sind. Also wenn man jetzt hier guckt, es geht relativ tief runter in das Auto. Das kenne ich jetzt von Elektroautos eigentlich anders. Also scheinbar hat Mercedes da mehr nach oben gebaut. Ich setze mich jetzt mal rein. Ah. Gut.
Was auf jeden Fall schon mal beeindruckend ist, ist der Fußraum unterm Fahrersitz. Das kenne ich so jetzt von Elektroautos eigentlich gar nicht. Ich versuche das mal einzufangen. Hier habe ich also richtig Platz. Hinten, was jetzt die Beinfreiheit angeht, der Sitz ist auf mich eingestellt. Ist also auch okay, würde ich sagen. Ist jetzt keine Sensation, aber hier würde ich schon mal aushalten für eine längere Fahrt. Also Platz, Niveau ist halt okay. Aber wie gesagt, es ist jetzt keine Sensation. Und die Kopffreiheit ist auch völlig okay. Hier gibt es extra eine Ausbuchtung für den Kopf. Das passt also. Ich muss sagen, so vom Raumgefühl ist es schon ein bisschen beengt, weil die Fenster sind nicht sonderlich groß. Aber ich würde es aushalten für eine längere Fahrt. Das passt für mich hinten. Und auch die Sitze sind okay. Drei Erwachsene auf der Rückbank, könnten ein bisschen schwierig werden. Und jetzt schauen wir auch nochmal in den Kofferraum. Was wir da so vorfinden, ist natürlich elektrisch. Und ich muss sagen, hier setzt sich das aber irgendwie auch, der ist relativ flach, der Kofferraumboden jetzt für das, was vorne. Vorne war die Tiefe doch deutlich besser. Jetzt gucken wir nochmal hier drunter. Ah, hier ist richtig viel Stauraum. Da hätte ich mir jetzt aber auch einen höhenverstellbaren Boden gewünscht. Das haben wir hier aber scheinbar nicht. Hier geht ja ganz viel rein. Da haben sie ein bisschen Raum verschenkt, finde ich. Ja. Aber ansonsten von der Größe her natürlich absolut ausreichend und völlig okay. Ja, das war dann also erstmal der Außen. Ja, das war dann also erstmal die Außenansicht und auch ein Blick auf den Innenraum zum Mercedes EQC. Und ich muss sagen, das Auto gefällt mir richtig gut. Also ich denke, dass Mercedes da einen wirklich guten Job gemacht hat. Ich finde, er ist äußerlich richtig hübsch. Und auch der Innenraum ist so, wie ich mir das vorstelle. Das Einzige, was man halt merkt, ist, dass die Fensterflächen doch scheinbar ein bisschen darunter leiden, dass Mercedes das ganze Auto irgendwie im Innenraum höher gelegt hat. Denn die Fensterflächen sind schon relativ klein und das lässt das Auto von innen ein bisschen gedrungen wirken und macht es auch ein bisschen dunkel, zumindest nach meinem persönlichen Geschmack. Aber was Qualität angeht, Design, Infotainment und all diese Dinge, muss ich ganz klar sagen, gefällt mir das Auto sehr gut. Es ist auch das neueste System verbaut, das heißt also das gleiche System, was schon in der A-Klasse Premiere gefeiert hat. Von daher hat da Mercedes alles richtig gemacht. Und jetzt kommen wir dann zu meiner eigentlichen Probefahrt. Mal ganz kurz zu beschleunigen. Was, Michael, wenn du jetzt hier die Rampe hochfährst, ein bisschen Vordermann Luft lassen und dann nochmal beschleunigen, dann möchtest du. So, und jetzt machen wir zumindest einmal einen Beschleunigungstest. Okay, also der EQC hat auf jeden Fall genug Leistung. Schade, es war jetzt heute nur Stadtverkehr. Ja, wie ihr seht, fällt die Probefahrt ein bisschen kurz aus. Ich zeige euch auch mal warum. Ja, hier seht ihr dann den Grund, warum mein Video zur Probefahrt so kurz ausfällt. Das hier war die gesamte Strecke, die wir gefahren sind. 12,88 Kilometer mit einem Schnitt von 35,3 km/h und eine Bewegungszeit von 21 Minuten und 56 Sekunden. Und dafür bin ich von Fulda nach München gefahren. Und ich habe natürlich dann auch im Nachgang nochmal geschaut, ob ich eventuell irgendwas auf den Seiten verpasst habe, dass da irgendwas steht von wegen nur Stadtfahrt, nur eine kleine Runde, nur mal ganz kurz antesten das Auto. Davon steht hier nichts. Mercedes-Benz EQC beim Probefahr-Event in München kennenlernen. Für mich, muss ich ehrlich sagen, hat sich das so gelesen, als sei das eine richtige, echte Probefahrt. Und auch bei der Anmeldung, da habe ich auch nochmal alles durchgesucht, auch da konnte man nichts erkennen, dass es sich um eine reine Stadtfahrt von 12 Kilometern handelt. Und da muss ich halt echt sagen, tja. Möchte aber trotzdem ganz kurz mal meine Fahreindrücke zum EQC schildern. Natürlich, es bezieht sich nur auf die Stadt, also wirklich was sagen zum Auto kann ich nicht. Das, was mir aufgefallen ist, er ist auf jeden Fall sehr gut geräuschgedämmt. Der e-tron ist vielleicht noch ein Ticken besser, aber auch der EQC ist sehr leise innen, zumindest in der Stadt. Und mir ist aufgefallen, er ist im Grunde eher komfortabel ausgelegt, aber auf kurzen Stößen, auf kurzen Querfugen, da drängt diese Fuge doch sehr stark in den Innenraum. Das heißt also, bei langsamen Geschwindigkeiten gehe ich davon aus, dass das Fahrwerk da doch ein bisschen härter ausgelegt ist.
Aber wenn man auf der Autobahn über so eine Dehnungsfuge von der Brücke fährt, nehme ich mal an, wird das kein Problem sein. Das ist sicherlich dem Fahrzeuggewicht geschuldet. Und jetzt zeige ich euch mal ein paar Auszüge aus der Erklärung von der Mitarbeiterin von der Eventagentur. Die geben sich da wirklich richtig Mühe. Das ist aber eher eine Erklärung für absolute Elektroauto-Neulinge. Das heißt also für Einsteiger in dem Bereich. Da wird von A bis Z wirklich alles thematisiert. Deshalb habe ich das deutlich gekürzt, damit es auch für euch interessant ist. Also es wird im Wesentlichen Informationen enthalten rund um das Multimedia-System im Mercedes. Legen wir los. So, ich bin jetzt also im EQC endlich angekommen und jetzt bekomme ich erstmal von der Isabelle, die ist Mitarbeiterin hier von der Agentur, die die Vorstellung vom EQC macht und sogenannte Explainerin. Und sie ist so nett, mir das Auto jetzt mal zu erklären und dann würde ich dich bitten, fang doch mal an, mir die Einzelheiten ein bisschen näher zu bringen. Genau, Michael, das werde ich gerne tun. Und zwar zum einen, wenn du den EQC das erste Mal sitzt oder dir erstmal Platz nimmst, hast du hier klassisch vor dir den sogenannten Side-View. Der ist zweigeteilt. Zum linken, das was du quasi direkt betrachten kannst, haben wir das klassische Kombi-Instrument. Das kannst du auch in verschiedenen Design-Elementen nochmal verändern in der Optik, so wie es dir halt passend zum Fahrstil gefällt. Einmal von klassisch, progressive oder die sportliche Variante. Der rechte Teil, Das, was wir jetzt sehen, ist die klassische das ist die normale. ganz klassische Okay. normale. Die anderen Elemente dafür müssten wir dann die Zündung anlassen und da kannst du dann Okay. klassisch über das im Lenkrad eingegebene Touchpad die Elemente ändern. Du kannst sie dann über den Home-Button zum Beispiel, ich werde das mal ganz kurz machen. Ich weiß nicht, Michael, auf was stehst du so? Sportlicher Typ, das Sportlich, merkt man das ist doch. schon sportlich, mein Fehler. Dann Okay. gehen wir mal auf klassisch. Es wird aktiviert und es wird dann Okay. einfach quasi die Elemente in den einzelnen Tuben nochmal Anders ändern. dargestellt. Genau. Wir bleiben, du magst sportlich, dann bleiben wir auch sportlich, dass der Michael sich während der Fahrt auch wohlfühlt. Dankeschön. Ich Sehr weiß, du hättest gerne. jetzt nicht auf sportlich getippt, Ach, aber das ganz lassen wir jetzt so flexibel. stehen. Dann haben wir das rechte Element, das ist klassisch ein Touchpad. Ihr habt die Möglichkeit, weil in EQ-Baureihen mittlerweile auch der Drehregler in der Mittelkonsole fehlt, dass ihr quasi diese Elemente aus der Karte via Zoom raus und reinholen könnt. Dasselbe Element, gehe ich mal in die Mittelkonsole selber runter, habt ihr hier noch einmal, also zum Rein- und Rauszoomen, um bestimmte Ladestationen zum Beispiel euch besser anzeigen lassen zu können. Da kommen wir gleich zum nächsten Thema, Ladestation. Es gibt im Kartenmaterial zwei Ladestationen hinterlegt. Die sieht man hier auch ganz gut. Eine weiß eingefärbte für die AC-Lader und eine blau eingefärbte für die DC-Lader. Der DC-Lader wäre dann einfach eine Möglichkeit, das Fahrzeug in 40 Minuten auf 80% quasi vollzuladen. Die maximale Ladeleistung vom EQC, kennst du die? Wie viel kW der maximal laden kann? Maximal beim DC-Lader sind es 150 kW. Okay, 150 ich müssen blende es das hier auch sein. nochmal ein, ich werde das Genau, nochmal recherchiere nachschauen. das dann Aber das nochmal. ist schon plausibel. Ihr habt, glaube ich, Ja, eine 80 Kilowattstunden ganz Batterie, ne? genau, das ist Nutzbare richtig. Kapazität und dann würde das passen mit den 40 Minuten. Genau, also die maximale Reichweite, die wir jetzt quasi angeben, sind ca. 400 Kilometer Reichweite, was schon ganz ordentlich ist. Muss man halt überlegen, es ist immer ein bisschen temperaturabhängig natürlich, wenn das Fahrzeug nicht bestromt ist im Winter, dann ist es natürlich etwas weniger. Aber es gibt bei diesem Fahrzeug auch die Möglichkeit zu rekuperieren. Das heißt, ihr habt hier in den Schaltwippen für die normalen Verbrenner ist es die Möglichkeit, manuell hoch und runter zu schalten. Gibt es hier die Rekuperationsstufen. Das probieren wir dann auf Strecke aus und über diese Stufen könnt ihr quasi oder kannst du, Michael, dann im Moment die Energie wieder Wie zurückgewinnen. viele Rekuperationsstufen hat das Es gibt Auto? insgesamt 5 Stück. Du kannst einmal klassisch auf D für Drive wie bei der Automatik. Du hast D plus, du hast D minus, D minus minus und du hast D Automatik. Genau, und alle 5 Stufen kannst du fahren. Dann gibt es noch ein weiteres Element, was wir auch gerne nutzen, über den Dynamic Select Schalter. Der ist dann hier unten quasi. Da kannst du dann in die einzelnen, da müssen wir erstmal die Zündung kurz Ich anmachen, Fuß auf die brauche, Bremse, ja. genau. Dann gehst du auf Max Range, schalte ich dann mal ganz runter und da sieht man es hier schon, optimale Geschwindigkeit wird eingeschaltet, bitte Druckpunkt beachten. Das bedeutet, über ein Verkehrszeichenassistent wird das Auto angehalten, hey, hier ist 50. Und wenn du schneller fahren solltest, ist es für die Reichweiche nicht mehr effektiv. Und aufgrund des Verkehrszeichenassistenten ist es dann eben so, dass die Geschwindigkeit erkannt wird. Und wenn du über diese Geschwindigkeit fahren möchtest, hast du quasi ein haptisches Fahrmedal. Das gibt so ein Klopfen. Das probieren wir dann auch aus, dass du es auch mal spürst. Kannst den Druckpunkt immer überfahren.
Wird aber dann natürlich die Reichweite dementsprechend reduzieren. Und das ist einfach nochmal wirklich so vereinfacht, das Maximale am Fahrzeug rausholen für die Reichweite. Ansonsten gibt es den EQ-Button. Das ist vielleicht auch ein Thema, was du nochmal mitnehmen solltest, Michael. Das gibt es bei den EQ-Bereichen. Ich gehe mal drauf. Da haben wir einmal hier das klassische Symbol des Energieflusses. Na. Das macht wahrscheinlich auch nur, wenn die Zündung... Genau, ah doch, macht das sogar so. Ja. Das Auto, und du bekommst dann während der Fahrt einfach die ganzen kompletten Energieflüsse in unterschiedlichen Farben angezeigt. Also wann rekuperiert das Fahrzeug, wann wird Energie zurückgewonnen, wann musst du Energie über die Batterie abrufen. Dann haben wir die Verbrauchsanzeige. Die funktioniert dann leider auch nur mit Zündung, was wir dann machen. Schönes Thema, was ich gerne Kunden zeige, ist das Thema Ladeoption. Viele Kunden würden wissen, wo lade ich, wann kann ich es einstellen, zur Abfahrtszeit, mit wie viel Ampere. Das können wollen wir gerade mal einen kleinen gemeinen Test machen, ja? Weil du hast ja mitbekommen, ich hatte ja so ein bisschen Probleme, eine Lademöglichkeit für mein Auto zu finden, beziehungsweise ich habe keine gefunden. Mhm. Wollen wir mal schauen, ob die Ladesäulen, die hinten bei der Mercedes-Hauptniederlassung steht, in der Lade angezeigt genau. wird? Genau, Michael, das kannst Geht du das? Über zwei Optionen machen. Okay. Einmal suchst du direkt die Ladeoption und kommst auf das Kartenmaterial, also aufs klassische Mercedes. Wenn wir jetzt wissen, wie diese Ladestation heißen, kannst du das hier oben eingeben, gehst einfach drauf und gibst dann quasi die einzelne Ladestation an. Für den Fall, du weißt es nicht, gibt es dann natürlich noch für diejenigen, die es nicht wissen, dann die Möglichkeit, welche Ladestationen dann in der Umgebung sind. Kann man auch auf der Karte es sehen? Kannst du auch. Also wir würden dann zum Beispiel uns jetzt mal eine aussuchen, die hier an 200 Liter liegt, in der Ganghofer Straße, dann gehe ich drauf. Die wird direkt im Kartenmaterial angezeigt und zusätzlich, und das finde ich eine sehr, sehr gute Aktion, die hier hinterlegt ist, du hast jeweils die Beispiele für jede Station, die Steckertypen, die dort verwendet werden können. Und natürlich auch, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, gibt es noch bestimmte Möglichkeiten. Da ist zum Beispiel ein Restaurant inkludiert, das hat jetzt geöffnet. Und wenn das keine Partner direkt sind, zum Beispiel hier sind es die Stadtwerke München, gibt es dann einfach nochmal die Kontaktadresse und eine dazugehörige Telefonnummer, wo man dann einfach sagen kann, ich rufe da fix an und kann dort diese Säule für mich freischalten lassen. Okay, und wenn wir jetzt die Kartenübersicht mit den Ladestationen nochmal, das würde mich nämlich nochmal interessieren, weil dann würde ich nämlich gerne mal sehen, ob die Ladesäulen von der Mercedes, wo wir jetzt stehen, also unser Standpunkt, da müssen wir ganz kurz und die müssten hinterm Haus praktisch sein. Die müssten hinterm Haus sein. Ich gehe mal an die bessere Anzeige. Ah, das ist schon mal vom Kartenmaterial schon mal super. Ah, jetzt war ich zu schnell. So, und jetzt stehen wir quasi hier vorm Gebäude. Ja. Das heißt, Die müssten eigentlich hier sein. Es gibt allerdings, Michael, muss man auch fairer halber sagen, noch nicht alle Säulen sind immer aktuell im Kartenmaterial enthalten. Erfolgt ein Over-the-Air-Update? Ganz genau. Und das ist das Thema. Ladestationen, die schon in der Benutzung sind, sind meist hier zu 99% integriert. Es gibt aber auch genau diesen 1%, wo man sagt, das ist noch nicht aktuell. Okay. Na? Gut, hier ist natürlich, es ist auch keine richtig öffentliche, sie gehört zu Mercedes, ist per Schranke gesichert und es kann natürlich sein, dass auch von Mercedes gar nicht gewünscht ist, dass die drauf ist. Genau, also das ist das andere Thema, wenn du zum Beispiel Urlaubsreisen hast, kriegst du natürlich alle öffentlichen angezeigt und dann eben wieder DC- oder AC-Lader und dann auch inklusive und das ist gut, das ist eine schöne Sache. Ich hoffe, ich finde jetzt nochmal eine Ladestation, das ist auch ein Gimmick, was ich schön finde. Du bekommst dann eben nicht nur quasi die möglichen Ladeplätze angezeigt, sondern auch in dem Falle, wenn zwei freie. Ganz genau. Ja, das war er dann, mein Tag in München. Er war halt, muss man ganz offen sagen, zu 50% eine Enttäuschung. Denn das als Probefahrt zu deklarieren, ist von Mercedes ja ein starkes Stück, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da kommen ja Leute so wie ich 400 Kilometer angefahren und dann können sie das Auto 12 Kilometer fahren und das geht einfach nicht. Das ist nicht in Ordnung. Beim Audi-Event zum Audi e-tron hat sich Audi deutlich mehr Mühe gegeben. Die haben da am Münchner Flughafen richtig groß was aufgebaut, auch mit so einer, ja, mit so einem Geländeparcours oder Art Geländeparcours. Und man konnte deutlich über 40 Kilometer fahren. Da war auch mal Autobahn dabei, da war auch mal Landstraße dabei. Also da konnte man das Auto doch deutlich besser antesten als jetzt bei Mercedes. Und deshalb glaube ich auch, dass Mercedes das ja noch nicht so richtig ernst meint mit dem EQC. Das ist so ein erster Schuss. Aber so richtig überzeugt ist man vielleicht selbst nicht von dem Auto, obwohl ich sagen muss, das, was ich gesehen habe, gefällt mir der EQC richtig gut. Er ist natürlich wieder ein Riesenschiff, ein Riesen-SUV, also von daher kein Auto für mich. Aber in dieser Fahrzeugklasse ist es auf jeden Fall ein gelungenes Elektroauto und ich denke auch, dass der seine Käufer finden wird. Woran man aber auch noch zusätzlich neben der kurzen Probefahrt erkennen kann, dass Mercedes es nach meiner Meinung im Moment nicht ernst meint. Das ist an den Ladestationen.
denn ich kam nach München, wollte an den Ladestationen der Niederlassung laden und weder das Personal in der Niederlassung konnte mir helfen und mir sagen, wie ich denn diese Ladesäule freischalten kann, noch die Leute von der Eventagentur, die draußen praktisch diese Probefahrten begleitet haben. Es ließ sich nicht über die App freischalten. Ich habe mir die App installiert, dann kriegt man eine SMS geschickt, da gibt man einen Code ein und es war trotzdem nicht möglich, das Ganze freizuschalten. Ich blende hier die Fotos auch mal ein, wenn ich sie noch finde. Also mit anderen Worten, ich konnte mein Auto nicht laden und ich war auch das einzige Elektroauto bei, ich glaube, 6 oder 8 Ladesäulen. Also mit anderen Worten, geht gar nicht. Das, was die Mercedes-Niederlassung da macht, gerade wenn so ein Event ist, wo es um Elektroautos geht, dann würde ich erwarten, dass man da hinten mal 4 Plätze frei hält und auch eine Möglichkeit gibt, dass wenn einer tatsächlich mit einem Elektroauto kommt, der das auch laden kann. Und dass die Säulen auch auf der Map nicht eingezeichnet sind, ich glaube, das spricht auch nochmal ja eine deutliche Sprache. Ach so, und der Telefonsupport, den ich 2-mal angerufen habe, kannte diese Ladesäulen überhaupt nicht, obwohl die Nummer von diesem Support von der Ladesäule als Hotline angezeigt wurde. So, angeschlossen ist er noch. Ich hatte halt gehofft, dass der Mitarbeiter von der Hotline mir das Auto freischalten kann. Und ich zeige euch jetzt auch nochmal, dass hier keine ID vorhanden ist. Er sagte aufs Fragezeichen. Und dann sei hier eine ID. Die einzige ID ist die hier. Dann bin ich nochmal auf Einstellungen gegangen. Das haben wir hier. Und dann auf About. Halt, Down, Down. Ach, 1 zu 4. Select. Und habe ihm dann nochmal hier diese IEC-Nummern durchgegeben. Aber auch damit konnte der Mitarbeiter die Säule nicht finden. Und jetzt ist natürlich auch alles noch fixiert. Und jetzt hoffe ich nur, dass ich auch mein Kabel mitnehmen kann, weil das könnte jetzt das nächste Problem werden. Also, hier sind wir draußen. Da geht's ab. Jetzt die Frage. Jawohl. Zumindest muss ich mein Kabel nicht hier lassen. Das ist ja schon mal was. Also mit anderen Worten, das war eine echte Nullnummer. Muss man ganz eindeutig sagen. Mercedes, da hast du dich nicht mit Ruhm bekleckert. Das machen andere Automobilhersteller heute schon besser. Und zwar auch deutsche. Okay, also ihr seht, es war ein kleiner Rant, weil ich habe mich da echt drüber geärgert. Aber was willst du machen? Es ist so, wie es ist. Ich habe mir das Auto angeguckt, muss sagen, ich find's gut. Ihr könnt ja auch in die Kommentare mal schreiben, wie ihr den EQC so findet. Aber ich denke, es ist ein durchaus gelungener erster richtiger Wurf von Mercedes. Und ich bin sehr gespannt, was sie in der weiteren Zukunft auf die Straße bringen. Ansonsten soll es das fürs heutige Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und im besten Fall vielleicht sogar ein Abo.